So Leute, bevor das Video losgeht, eine ganz kurze Ankündigung. Wir haben noch zwei Termine bei der Deutschlandtour. Es geht um Fitness, Ernährung, Gesundheit, meine Story, meine Persönlichkeitsentwicklung. Bremen und Nürnberg stehen noch offen dieses Jahr. Dann war's das. Und wenn ihr euch fragt, was für Dinge ich empfehle, ja, wie ich an meine Ziele gekommen bin, alles unten in der Beschreibung, habe ich alles am Start. Das heißt, viel Spaß mit dem Video. Bis dann, haut rein. So Leute, Mann, wir sind jetzt hier unterwegs mit den Kaiser Bros und gehen zum Einkaufen. Zwei Sachen vorweg, ja. Ich empfehle euch, nehmt Tüten mit, Stofftüten. Dann müsst ihr nicht zum tausendsten Mal, oder euren Rucksack, dann müsst ihr nicht zum tausendsten Mal irgendwelche Plastiktüten mitnehmen. Und die zweite Sache ist, die macht eine Einkaufsliste. Das heißt also, schreibt euch die Dinge auf, geht nicht planlos los. Wir haben jetzt alles aufgeschrieben. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie wir Lebensmittel einkaufen, ja, Fitness-Lebensmittel und die hinterher zubereiten. Alles, was ihr braucht, um in Topform zu kommen. Bis gleich. Es wurde gerade mir gesagt, dass ich hier auch zum Friseur gehen kann. Da drüben ist einer. Jetzt gehen wir, Boys, hier zum Einkaufen und da seht ihr es. Ja? Hier. Da gehen wir jetzt rein, ziehen uns das ganze Zeug. Dann zeigen wir euch, was so auf unserer Einkaufsliste drauf stand. So Leute, hier müsst ihr euch aufhalten. Ja? In den Bereichen müsst ihr euch aufhalten. Ja? Weg von dem ganzen Zeug, was in 10 oder 50 verschiedenen Verpackungen ist. Kauft euch lieber Naschperlen. Ja, Mann. Das sind die Süßigkeiten. So Leute, die Abteilung, weißt, wenn ihr richtigen Gains haben wollt, ne, schaut mal her. Das kann man alles weglassen. Die ganzen verpackten Sachen bringt euch alles nichts. Ja? Vergesst mal den ganzen Schrott. Tiefkühl könnt ihr eigentlich auch komplett streichen, bis aufs Gemüse. Und jetzt holen wir uns noch ein paar Bohnen, Proteins, Hülsenfrüchte. Das ist jetzt wieder eine Sektion, da kann man jetzt wieder einkaufen. Ja? Das geht. Wobei man eben auch immer sagen muss, frisch und gefroren ist definitiv besser als in einer Konservierungsdose. Und Leute, guckt auch wirklich auf die Preise. Ja? Hier zahlt ihr beispielsweise für 800 Gramm Bohnen 90 Cent. Und dann hier ist für die Hälfte, ne? Bei der Marke zahlt ihr für die weiße Bohnen halt wirklich das Doppelte oder das Dreifache. Also guckt mal auch verschiedene Verpackungsgrößen und so Zeug an. Leute, checkt mal hier die ganzen Milchalternativen ab. Ja? Also ihr braucht keine Milch essen, ihr müsst auch nicht unbedingt Soja essen. Ja? Manche Leute, die sind auch gegen Soja allergisch, aber es gibt noch Haselnussmilch, die ist übel geil. Ja? Es gibt Mandelmilch, die hat sehr wenig Kalorien. Dann gibt es Kokosmilch, es gibt also wirklich extrem viel. Dann haben wir hier auch Hafer, es gibt Dinkel. Also so viele verschiedene Milcharten, probiert es einfach mal aus, checkt es durch. Und viele Leute, die bekommen, wenn sie die ganzen Milchprodukte weglassen, eine viel, viel bessere Haut. Das ist bei sehr, sehr vielen Leuten so. Das heißt, checkt es mal aus, wenn ihr irgendwelche Hautprobleme habt, Irritationen oder auch die Nase öfter verstopft ist. Einfach mal 4 bis 6 Wochen die Milchprodukte raus, probiert es mal aus. So sieht's aus, Männer. Schöne Einkauf hier am Start. Die Boys ernähren sich nicht ganz vegan, die ziehen sich auch hier mal das Fleisch und die Hähnchensachen rein. Nicht mal Bio, das ist das einzige No-Go, Leute. Also ich würde es mir, wenn, dann sogar Bio reinziehen. Ansonsten ernähren wir uns aber extrem gleich, also da kommen wir nachher noch dazu. Aber ihr seht hier wirklich Obst am Start, ja. Das ist Gemüse am Start, es ist die pflanzliche Milch am Start, es sind die pflanzlichen Proteins in Form von Bohnen und Hülsenfrüchten am Start, Beerenfrüchte am Start. Und jetzt bereiten wir mal nachher wirklich alles zu. Das heißt also, wir gehen jetzt her und jeder macht für seinen ganzen Tag das ganze Essen fertig, dass ihr mal sehen könnt, was da abgeht. Bleibt also dran, haut rein. So Leute, wir haben uns entschieden, wir vergessen jetzt die ganzen Einkäufe und gehen doch lieber in den... Nee, Spaß. Wir werden jetzt gleich die ganzen Einkäufe auf dem Tisch aufführen, zeigen, was wir aus welchen Gründen eingekauft haben und dann wisst ihr auch mehr. Wir haben nur noch 3 vegane Milchprodukte, bitte bestellt sofort jetzt, anrufen unter der 0800 und nur noch einen einzigen Brokkoli, ne, es gab doch 2, ja? Stimmt, es gab 2 Brokkoli. Also Leute, wir fangen jetzt mal ein bisschen an, wir waren jetzt beim Einkaufen. Ich weiß, das Video geht ein bisschen länger, das nächste Video wird dann sein, wo wir die Sachen zubereiten. Wir fangen jetzt mal hier an, der Stefan erzählt, Stefan, erzähl mal über die ersten paar Sachen, was kaufst du ein, was sind die Basics bei dir? Basics sind bei mir Haferflocken morgens, im Allgemeinen auch Studentenfutter bzw. gemischte Nüsse. Hilfst du mal hoch, ja? Hilfst du hoch in die Kamera, komm! Ja, yeah, meine Freunde! Ja! wie man sehen kann, ohne Rosinen, da ich Rosinen so mag,
Dann Reis bzw. Vollkornnudeln. Hier Hähnchenbrust. Ich esse eher Hähnchenbrust. Ich weiß, beides ist ziemlich trocken, aber ich finde Hähnchenbrust, keine Ahnung, ist für mich ein Tick besser als Puten. Deshalb kaufe ich mir eher Hähnchenbrust. Wie sieht es so mit Steak aus, rotem Fleisch? Männer, esst es ab und zu oder nicht? Also wenn ich es esse, dann nur beim Grillen hauptsächlich. Okay. Wenn dann nur beim Grillen hauptsächlich. Und kommt mariniert. Und weitere Proteinquellen, du hast noch nach Thunfisch gefragt. Nach Thunfisch habe ich auch gefragt, aber haben wir jetzt kein Skull scheinbar. Ja, ja. Also ich muss auch. Ich muss von dem Zeug abraten, aber wenn ihr Fleisch esst, ja, dann doch eher die mageren Sorten. Erzähl du mal ein bisschen mehr, was sind bei dir so die Basics, was muss immer am Start sein? Ja, auf jeden Fall. Also als erstes bei mir hier, Reis oder Nudeln. Als Kohlenhydratquelle. Kohlenhydrate als erstes. Wichtigste Kohlenhydratquelle, definitiv. Ohne Kohlenhydrate geht gar nichts bei mir. Also keine Low Carb, oder? Alex, kein Low Carb. Kann ich vergessen. Bei mir geht gar nichts. Ohne das geht's nicht. Ja. Dann auf jeden Fall eine Eiweißquelle brauchen wir. Ja. Was macht ihr mit den Eiern eigentlich? Haut ihr die ganz also, rein, oder? Ich esse jedes sechste Ei nur mit Eigelb. Okay. Weil jedes Ei ca. 7-8 Gramm Fett hat. Und ja, also ich bevorzuge eigentlich Eiklaust. Also fertiges Eiklar. Genau, abgefertigtes so Eiklar. Und dadurch kann man sich auch einen guten Omelette machen. Schmeckt so. Ist es nicht so mein Ding, Leute, aber Ende vom Lied ist, ich habe jetzt die beiden Männer jetzt hier auch beobachtet, also Kohlenhydratquellen bevorzugt in der Aufbauphase, Reis und Nudeln, Kartoffeln eher was für die Defi-Phase, weil da müsst ihr mega viel essen, um auf die Kohlenhydrate zu kommen. Ja. Dann als Proteinquellen haben wir hier erstmal die tierischen, Eier, Thunfisch, magere Pute, Hähnchen, Fleisch und so weiter. Ich bevorzuge persönlich natürlich hier eher weiße Bohnen, ich esse allgemein viele Bohnen, Linsen und sowas wie Quinoa und Amaranth. Also ich wechsle jetzt meine Haferflocken aus gegen Quinoa und Amaranth, ja, weil es einfach noch mehr Protein drin hat. Und dann fangen wir jetzt hier mal von der Seite an. Hier sind jetzt alle Lebensmittel aufgelistet im Endeffekt nach Kaloriendichte. Das heißt, das Gemüse hat die wenigsten Kalorien, sehr viele Ballaststoffe, sehr viele Minerale. Esst auch sehr viel Grünzeug und esst auch sehr viel roh, ja? Erzähl mal du ein bisschen, wie du deinen Brokkoli isst. Also ich esse den hauptsächlich roh. Ich schneide den hier unten am Stiel ab und esse ihn so. Weiß nicht, also da sind viel mehr, die Nährstoffe sind viel, viel besser enthalten. Ganz genau, ja. Und wenn man es in die Pfanne haut, da bleibt eigentlich nichts übrig. Da habt ihr noch so ein Stück Lappen. Müsst ihr vielleicht ein paar Mal machen, bis euer Verdauungssystem sich daran gewöhnt. Am Anfang könnt ihr da ein paar Blähungen haben, sollte aber normalerweise nicht sein. Dann geht's weiter hier mit den Beerenfrüchten, die haue ich mir entweder in den Reis rein mit Zimt, ja, oder ich haue die Beerenfrüchte auch mit dem Quinoa oder mit den Haferflocken rein, ja. Dann kommen ein paar dichtere Sachen, dann haben wir jetzt hier unser Gemüse, so auch viel Variation, gell? Ja, also nicht nur die Bananen essen und nur die Äpfel, sondern einfach auch viel Variation. Ja, gerade im Sommer, da isst man ziemlich, also ich kenne eigentlich ziemlich viele Leute, die Wassermelone essen. So, ja, ist richtig geil auch, hat den höchsten Fullness-Faktor, das heißt also von Sättigung zu Kalorien, also das Verhältnis von Sättigungsgefühl zu Kalorien ist da am höchsten. Und dann geht es halt weiter, das sind jetzt dichtere Produkte und ganz am Schluss dann die Fette wie Nüsse. Und ihr habt es auch hier gesehen, mit was bratet ihr an? Entweder viel Öl, wenig Öl? Ich versuche es ab und zu auch mit Wasser, je nachdem, ja, in der Lage. Also ich will halt die Pfanne nicht kaputt machen, sonst kriege ich ihn übergebrannt von meiner Mama. Ja. Aber wenn ich Öl benutze, dann hauptsächlich Olivenöl. Genau, ja. Und mit Olivenöl muss man jetzt eben auch aufpassen, dass man eins nimmt, was man auch anbraten kann, ja. Und keins, was man nicht anbraten kann. Genau, da gibt's ein paar verschiedene Varianten. Ja, ich nehme entweder Macadamia-Nussöl oder Kokosnussöl, die kann man auch extrem hoch erhitzen. Oder eben eine gute Pfanne und einfach Wasser rein. Das mache ich dann vor allem mit dem Gemüse, da ist eben auch sehr viel roh. Das war's, jetzt werden wir das alles zubereiten. Und dann werdet ihr im nächsten Video sehen, ja, was wir so über den ganzen Tag verteilt essen. Und ihr seht, das sind jetzt hier also echte Lebensmittel. Das ist also kein Schrott hier, davon kann man auch eben sehr viel essen. Das ist der Vorteil, wenn man solche Dinge isst, kann man viel essen, ja, und wird eben nicht dick, sondern der Körper verwendet es, um Körperfett zu verbrennen, Muskulatur aufzubauen, den Stoffwechsel zu beschleunigen. Und wenn man sich eben lauter Scheiß reinzieht, dann kann man eben wenig essen, wird trotzdem schnell fett, schwabbelig, eine schlechte Haut und so weiter. Bis zum nächsten Video. Ciao.